Erste Vergesslichkeiten, Erinnerungslücken. Nach und nach nimmt das Gedächtnis ab. Die Orientierung fällt schwer. Schließlich ist ein Leben ohne fremde Hilfe nicht mehr möglich. In Deutschland leiden 2 Millionen Menschen an der Alzheimer-Krankheit. Tendenz steigend. Zwar gibt es Medikamente, doch die Heilung der Krankheit scheint noch in weiter Ferne. Auch im Paul-Flexig-Institut der Universität Leipzig wird intensiv an den Ursachen für die Alzheimer-Krankheit geforscht. Kein leichtes Unterfangen, denn der Schlüssel liegt im komplexesten Gewebe des menschlichen Körpers, dem Gehirn. Es gibt verschiedene Theorien zur Entstehung der Alzheimer'schen Erkrankung. Eine, die wir favorisieren, beschäftigt sich eben vor allem mit sogenannten Amyloid-Eiweißen, die sich im Hirn von Alzheimer-Patienten ablagern. Gehirne von Alzheimer-Patienten unterscheiden sich von denen gesunder Menschen. Im Hirn von Alzheimer-Patienten befinden sich bösartige Amyloid-Eiweiße, hier rot dargestellt. Diese lagern sich an die Nervenzellen an. Ein Festessen für die körpereigenen Fresszellen. Sie vernichten die bösartigen Eiweiße. Das Problem, die Nervenzellen vertilgen sie gleich mit. Die Folge, Hirnmasse wird vernichtet. Bereits vor 7 Jahren hatten Forscher aus Halle ein Enzym entdeckt, das für die bösartige Veränderung der Amyloid-Eiweiße verantwortlich ist. Das Enzym Glutaminylcyclase. In neueren Studien konnten Leipziger Forscher diese Erkenntnis noch einmal bestätigen. Es ist auf jeden Fall ein starkes Argument dafür, dass tatsächlich die Glutaminylcyclase, dieses Enzym, für die Bildung des bösartig veränderten Amyloids verantwortlich ist. Also kann man sagen, wenn man die Bildung dieses bösartig veränderten Amyloids verhindern will, muss man auf jeden Fall dieses Enzym hemmen und Wirkstoffe dagegen entwickeln. Und genau diese Aufgabe haben sich Forscher von einem Pharmazeuten aus Halle gewidmet. Sie sind dabei, ein Medikament zu entwickeln, mit dem das Enzym gehemmt werden kann. Die Substanz bindet dann spezifisch an dieses Eiweiß im Gehirn und setzt es außer Kraft. Dadurch unterbleibt diese giftige Veränderung der Amyloid-Peptide und wir erwarten dadurch einen Behandlungserfolg im Alzheimer-Patienten. Für die Patienten hieße das, es käme zu keinem für Alzheimer typischen Schwund der Nervenzellen mehr. Symptome wie Orientierungsschwierigkeiten und Gedächtnisverlust blieben aus. Bis ein solcher Wirkstoff allerdings marktreif ist, wird es noch eine Weile dauern. In 6 bis 8 Jahren rechnen die Forscher aus Halle mit der Einführung eines solchen Medikaments. Prinzipiell erwarten wir sowohl in Erkrankten als auch in frühen Stadien der Alzheimer-Erkrankung, die immer früher diagnostiziert werden können, eine Wirksamkeit unserer Substanzen. Wie das Medikament genau wirkt und ob Alzheimer dadurch besiegt werden kann, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Der nächste Schritt für die Hallenser Forscher wird es jetzt sein, klinische Studien mit Probanden durchzuführen, um die Wirksamkeit ihrer Präparate zu testen.